In der heutigen Podcast-Folge zeige ich dir die häufigsten Fehler, die in der Angebotserstellung passieren. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich Verhandeln Podcast. Schön bist du heute wieder dabei, heute mit einem Thema, das vor allem im B2B-Geschäft sagen wir mal, stattfindet. Und zwar ist es da so, dass es nach wie vor so ist, dass bei größeren Projekten, größeren Angeboten, dass man halt ein Angebot erstellen muss oder besser gesagt darf. Und es ist so, dass dann sehr oft halt Angebote hin und her geschickt werden zwischen Unternehmen, aber auch zum Beispiel Angebote halt der Einkauf eine Ausschreibung macht und du darfst ein Angebot abgeben. Und zu dem Thema kenne ich mich ziemlich gut aus, weil, wie du bereits sicherlich weißt, war ich über 10 Jahre lang Einkäufer. Das heißt, ich habe hunderte, wenn nicht mehrere tausend Angebote schon gesehen und habe die durchgelesen, verglichen und verhandelt. Und das ist auch ein Thema, was ich mit meinen Kunden, wenn wir über Verhandlungsstrategien sprechen, ist das auch immer so ein Thema, so die aktuellen Strategien der bestehenden Angebote, Offerte, Vorlagen in der Offerterstellung, wie auch immer du das machst, durchzugehen und die mal zu analysieren und zu sagen, was sind da für Themen drin, was sind da für Punkte drin, wie könnte man das optimieren? Und ich erkenne das meistens ziemlich schnell, weil ich habe bei Angeboten und Offerten so eine Art Scannerblick, könnte man dem sagen. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du halt ja, irgendwelche Tätigkeiten machst, die du schon sehr viele Jahre machst und dann ein Dokument durchliest, dann siehst du das sofort. Also jemand, der ein Grafiker ist, der kennt dann auch sofort, ob da irgendwelche Schriftarten nicht gleich sind oder irgendwelche Farben nicht gleich sind. Und ich erkenne halt in Angeboten, wenn da irgendwas drin ist, was nicht so passt. Und ich habe mir mal ein paar Fehler aufgeschrieben und nehme dich jetzt einfach mal mit. In der Gesamtzahl sind es 7 und ich habe es jetzt mal so als die 7 schlimmsten Fehler bei der Angebotserstellung betitelt und ich gebe dir ein paar Tipps, wie du diese auch vermeidest. Gehen wir mal zum Fehler Nummer 1. Die Formulierung. Es ist so, dass Angebote werden sehr oft viel zu technisch formuliert. Also du musst dir das vorstellen, dass das Angebot, jetzt nehmen wir mal an, du erstellst ein Angebot und jetzt bist du irgendwie in einer Medizintechnikfirma, dann bist du natürlich umgeben von Fachbegriffen, von technischen Punkten, von technischen Spezifikationen, von Datenblättern und so weiter und so fort. Und du musst dir aber vorstellen, dass dein Gegenüber, der das Angebot liest, der versteht wahrscheinlich nicht alle Begriffe. Das heißt, nimm den Leser mit, pass auf bei den Formulierungen, sei nicht zu technisch, mach ein Glossar, wenn es ein Riesenangebot ist, schreib ein normales Wort hin und dann in der Klammer der Fachbegriff. Also so, dass es halt jeder versteht. Es kann gut sein, dass dein Angebot der Empfänger ist vielleicht auch Ingenieur, Projektleiter oder kennt sich damit sehr gut aus, so wie du. Der muss aber wahrscheinlich das ziemlich sicher sogar bei grösseren Unternehmen das Angebot dann intern weiterleiten. Und du musst dir dann vorstellen, wenn das irgendjemand vom Vertrieb, von der Geschäftsleitung, der keine Ahnung hat von der Technik oder von diesen Formulierungen, das lesen muss, dann hast du Pech gehabt, weil es kann sein, dass das ein Entscheider ist. Und wenn der das nicht versteht, dann hast du Pech gehabt. Ja, ich kann mich noch erinnern, mal an einer Ausschreibung dabei gewesen, wo es so darum ging, um Cloud-Speicherplatz. Und da habe ich Angebote gekriegt. Ey, da waren Angebote dabei, da hast du 5 Seiten gelesen und da wusstest du nachher nicht mehr als vorher. Und es gab andere Angebote, die zum Beispiel am Anfang kurz und knapp erklärt haben, um was es geht, wie das dann umgesetzt wird, wie die Sicherheitsstufen sind, bla bla bla. Und wenn Sie mehr Informationen wollen, hinten sind die technischen Details abgelegt. Das habe ich zum Beispiel, finde das sehr gut. Also passe auf, dass deine Angebote nicht zu technisch formuliert sind, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass dein Kunde alles versteht. Der zweite Punkt, der Nutzen. Ich sehe es immer wieder, dass in den Angeboten der Nutzen gar nicht drin ist. Auch nicht der Vorteil, eben diese berühmte Frage, was habe ich
davon? Also was hat der Kunde davon? Weil wenn du jetzt sagst, was ihr alles Tolles macht und 100-jähriger Betrieb und dieses und jenes und bla 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 und so weiter, dann ist das keine Nutzenkommunikation. Also schaue immer drin, dass der Nutzen, dass auch die Vorteile direkt erkennbar sind für den Kunden. Weil wenn zum Beispiel, nimm dir ein einfaches Beispiel, wenn du jetzt in einem traditionellen Unternehmen arbeitest, das seit über 100 Jahren besteht, vielleicht sogar ein Familienunternehmen, das über 100 Jahre alt ist, dann ist das ja kein Nutzen für den Kunden. Gar nicht. Also der Nutzen ist aber ein ganz anderer, sondern er ist Zuverlässigkeit, es kann Sicherheit sein, es kann Beständigkeit sein. Und wenn du dann in einem Angebot genau diese Attribute herausstreichst, und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt habe ich zwei Angebote von einem Unternehmen, das erst 3 Jahre am Markt ist, und deinem Unternehmen, deinem Familienunternehmen, das seit über 100 Jahren am Markt ist, dann habe ich da natürlich ganz einen anderen Vorteil, einen anderen Nutzen, weil ich dann mehr Vertrauen, mehr Sicherheit in das Unternehmen habe, das viel länger dabei ist. Also, Punkt 1, Formulierung. Punkt 2, mehr den Nutzen kommunizieren, die klaren Vorteile kommunizieren. Der dritte Punkt sind die ganze Thematik mit den Terminplänen. Also die Terminpläne, ist so meine Erfahrung, wird zu wenig Beachtung geschenkt. Stell dir vor, der Kunde sagt am Telefon, ich brauche das ganz dringend und im Angebot steht da drin circa 12 Wochen. Ja, das wird dann schwierig. Weil wenn es ganz dringend sein muss und ich ein Angebot schicke, dann ist ja irgendwas vorher schon passiert. Da wurde vielleicht in der Bedarfsanalyse das gar nicht richtig angeschaut, gar nicht richtig geprüft. Können wir das überhaupt liefern? Ist das überhaupt möglich, in der geforderten Zeit dann abzuliefern? Ist das überhaupt möglich? Und dem wird einfach zu wenig Beachtung geschenkt, weil es ist so, vor allem so im B2B-Industrie zum Beispiel, dann hast du Projekte, also auch in der IT übrigens, hast du Projekte, die haben ein klaren Startdatum, klares Enddatum. Und jetzt stell dir vor, du machst jetzt ein Angebot für mich und ich bin der Projektleiter. Dann habe ich einen ganz klaren Projektplan. Wenn ich diesen Projektplan nicht im Angebot wiederfinde und dort nicht sehe, hey, okay, zum Beispiel Q1 ist der Start, Q2 ist dann Meilenstein 2 erreicht, Q3 fangen wir mit dem Testen an, Q4 ist Inbetriebnahme, Schulungen, bla bla bla. Wenn ich das genauso in deinem Angebot sehe, wie ich das gefordert habe, dann fühle ich mich abgeholt, dann fühle ich mich bestätigt und dann gibt mir das Sicherheit auch wiederum, dass du verstanden hast, was ich will und ich sehe dann meinen Terminplan drin. Weil es kann sein, wie gesagt, schon vorher bei der Formulierung, es kann sein, dass bei Terminplänen da auch wieder verschiedene Personen das Angebot lesen. Und beim einen ist das halt die Terminpläne viel wichtiger als beim anderen. Manche schauen nur den Gesamtpreis an und das Enddatum, andere schauen sich die ganzen Terminpläne an. Also seid ihr dessen bewusst, fragt das vorher ab, was die Terminpläne sind. Also auch wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt mit dem Terminplan, dass es halt irgendwie ein kritisches Startdatum hat oder du zum Beispiel irgendwas gar nicht liefern kannst oder noch schlimmer, du zu einem gewissen Zeitpunkt, jetzt zum Beispiel bei Angeboten ist es auch sehr oft so, dass du das klar kommunizieren musst, hey, ich brauche bis zu dem Datum einen Entscheid von dir, eine schriftliche Bestellung, eine Auftragsbestätigung. Ich brauche da ganz konkret was von dir und erst dann kann ich zum Beispiel Material bestellen. Das heißt, du hast dort gegenseitige Abhängigkeiten drin und wenn du die Terminplanung nicht drin hast, dann bestellt der Kunde dann vielleicht nach 4-5 Wochen und sagt, hey, wunderbar, der Endtermin ist dann der gleiche, den hast du schon im Angebot drin. Und dann sagst du, ja, aber jetzt haben wir 4-5 Wochen verhandelt und weiß nicht was noch und jetzt kommt erst die Bestellung. Das Enddatum verschiebt sich jetzt natürlich. Und dann sagen, wenn du das dann nicht explizit so ausgewiesen hast, dann hast du dann wahrscheinlich ein Problem. Also das ist ganz wichtig, diese Terminplanung im Griff zu haben und das auch, wenn du jetzt in einem größeren Unternehmen
bist, das zum Beispiel so Standard-Offerten hat, Standard-Angebote hat, wo zum Beispiel immer die gleichen Terminpläne drin sind, die gleichen Lieferzeiten drin sind, schau das vorher an, bevor das rausgeht. Vor allem, wenn es ein ganz großes Projekt ist, ein wichtiger Kunde ist, weil das ist einer der häufigsten Fehler, dass man die Terminpläne nicht berücksichtigt. Dann das vierte Thema ist das Thema Übersichtlichkeit. Also so ein Angebot, das sollte eine gewisse Struktur und eine gewisse Übersicht haben. Und ich spreche jetzt nicht vom Angebot über 10 Stück von Leiterplatine sowieso, kostet sowieso und die Gesamtsumme und fertig. Nein, ich rede da von Angeboten, die halt größer sind, wo man halt zum Beispiel Projekte, eine längere Begleitung, es kann auch ein Beratungsauftrag sein, es kann sein Social-Media-Auftrag über mehrere Wochen, Monate, dann muss eine gewisse Übersichtlichkeit drin sein. Ja, also da gehört zum Beispiel drin Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, wenn es ein wirklich grosses Angebot ist. Also mein Rekord war für ein Angebot einen ganzen Ordner, komplett voll. Das war für eine riesengroße Maschine. Da hatten wir einen kompletten Ordner. Und ich habe das mehrmals erlebt, vor allem als ich noch Anlagetechnik eingekauft habe, dass da, also so ein Projekt im siebenstelligen Bereich, dass da 1, 2, 3 Ordner sogar Angebote drin hatte, wobei einige Ordner nur noch die technischen Spezifikationen drin hatten. Und für das brauchst du eine ganz klare Struktur, eine klare Übersichtlichkeit. Also wenn du nicht weißt, wie das geht, überleg dir mal, ein Kunde, nach welchen Punkten schaut er sich das Angebot an. Also wenn du zum Beispiel ein Angebot hast, Titelblatt, Inhaltsverzeichnis und dann kommt so über uns und dann wird dann noch auf 30 Seiten erklärt, was jetzt da alles wichtig ist. Nein, es müsste ganz am Anfang drin sein, was ist der Nutzen, kurzes Management-Summary, weil geht davon aus, dass vor allem bei größeren Unternehmen das Angebot wird intern weitergeschickt. Und das ist wirklich ein großer Fehler. Geh nicht davon aus, dass der oder die Person, die das Angebot einholt bei dir, schlussendlich dann auch alleine die Entscheidung fällt. Sehr oft sind es mehrere Leute, die Entscheidung fällen und sehr oft wird das intern auch weitergereicht. Das heißt, es gibt noch andere Leute, die das anschauen, die das lesen, die das beurteilen und dann hilft doch denen, sich im Angebot zurechtzufinden. Mit Kapitelnummern, mit Farben, mit, indem das am Anfang zum Beispiel ein Management Summary drin ist, mit der Gesamtsumme, den Eckpunkten, den bla 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 und so weiter. Und es ist sogar teilweise so, das haben wir auch immer im Einkauf so gemacht, bei größeren Projekten haben wir die Struktur, das Inhaltsverzeichnis vorgegeben. Und wenn das vorgegeben ist, dann erwartet der Kunde natürlich auch, dass du es dann in genau dieser Reihenfolge dann auch abgibst. Also schau dir das immer mal an, betreffend Übersichtlichkeit, wenn du da heute schon Angebote hast, gib das mal jemandem, der nichts mit deinem Business zu tun hat. Gib das mal jemandem und frag den, du, kommst du da raus, nach was suchst du und so weiter. Und wie gesagt, auch da hast du verschiedene Zielgruppen. Die einen, die gehen direkt zu den Preisen, die einen, die gehen direkt zu den technischen Aspekten, zu den technischen Punkten. Der für die IT verantwortlich ist, schaut sich dann direkt die IT-Geschichte an. Der andere, der für die Wartung zuständig ist, der geht dann direkt zum Kapitel Instandhaltung. Der eine, der Teamleiter, geht dann direkt zum Thema Einführung und Schulung und so weiter. Also jeder schaut sich das nach ganz anderen Gesichtspunkten aus. Also nicht aus, sondern an. Und deshalb ist es wichtig, dass es übersichtlich ist und auch sorgfältig gestaltet sein muss. Also musst du dir das so vorstellen, am Schweizerdeutsch sagt man, es muss eine gewisse Schnurre machen. Also auf Hochdeutsch weiß ich gar nicht, wie man das übersetzen kann, sondern ich sage es mal so, die Verpackung sagt auch schon ziemlich viel aus, wie dann der Inhalt ist. Und wenn dein Angebot fein säuberlich strukturiert ist, gut aussieht, gut daherkommt, sei es in Papierform, aber auch in digitaler Form, dann schließt der Kunde daraus, wenn das Angebot schon so top ist, schon so strukturiert ist, dann wird wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit, dann genauso strukturiert verlaufen. Also wir denken, oder anders gesagt,
wir gehen davon aus, dass halt auch die Verpackung, in diesem Fall das Angebot, dann sehr ähnlich ist mit dem Inhalt, mit dem Produkt. Also wie besser die Verpackung, umso besser wird das Produkt sein, weil nach der Angebotserstellung geht es ja in den Vergleich. Und jetzt hast du 10 Anbieter und deines ist strukturiert, deines ist sorgfältig, deines sieht sauber aus, deines ist einfach im Vergleich zu den anderen, sieht die Verpackung anders aus. Dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute, die das vergleichen, dann auch den Wert des Inhaltes höher bewerten als bei den anderen. Das heißt, es gibt dir schon einen riesengroßen Vorteil in der Verhandlung, wenn du ein sauberes, strukturiertes Angebot hast, wo du danach dann sowieso meistens in mehreren Angebotsrunden verteidigen kannst. Ja, oder anders gesagt, die Preise, die Daten, die Inhalte und so weiter, da kommt dann noch einiges dazu. Das wird dann sowieso verhandelt und wenn das schön strukturiert ist, sorgfältig daherkommt, dann hast du auch einen besseren Überblick und das gibt dir schon mal einen großen Vorteil für die nächste Verhandlung. So, das war der erste Teil von den 7 schlimmsten Fehlern bei der Angebotserstellung und wie du sie vermeidest. Das waren heute mal 4 Punkte zum Start. Das erste war das Thema Formulierung, also die Angebote nicht zu technisch zu formulieren, sondern das für die Zielgruppe so aufzubereiten, dass auch mehrere Abteilungen das verstehen und lesen können. Der zweite Punkt war auch den Nutzen nicht zu vergessen und die Vorteile. Nicht alle Merkmale da listenweise aufzulisten, aufzuschreiben, sondern auch ganz klar, was ist denn der Nutzen, was ist denn der Mehrwert und die Antwort auf die Frage, was habe ich davon ganz klar zu notieren. Der dritte Punkt war das Thema Terminpläne. Vergiss die nicht. Du darfst denen Beachtung schenken, weil Termine ist für die Leute, die das Angebot lesen, sind Termine sehr, sehr entscheidend. Die brauchen das für Sicherheit. Die brauchen das, weil vielleicht hinten dran auch wieder ein weiterer Kunde ist, mit dem man irgendwas vereinbart hat, sei es zum Beispiel eine Konventionalstrafe, wenn jetzt das Produkt nicht zur rechten Zeit geliefert ist. Das heißt, dann ist das Thema Termin sehr, sehr wichtig. Das heißt, das muss auch dort drin sein und die Leute, die die Termine planen, die müssen sich in deinem Angebot wiederfinden. Der vierte Punkt war die Übersichtlichkeit. Das heißt, dass man die Offerten übersichtlich macht, sorgfältig machen und nie vergessen, die Verpackung gibt dann schon einen ersten Einblick, wie dann der Inhalt sein wird. Und vor allem, wenn dich der Kunde noch nicht kennt. Wenn das ein neuer Kunde werden soll, dann ist die Verpackung, wie das Angebot aussieht, wie es daherkommt, wie es strukturiert ist, ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Ja, das waren die ersten 4 von insgesamt 7 Tipps, also die 7 schlimmsten Fehler, dass du die eben nicht machst. Und in der nächsten Folge zeige ich dir die weiteren 3, was es dann um Thema Preise, Umsätze und so weiter geht. Ja, schön warst du heute wieder dabei beim Erfolgreich Verhandeln Podcast. Wenn wir auch mal deine Angebote, deine Offerten uns anschauen sollen, dir ein paar Tipps mitgeben sollen, wie denn du jetzt am Markt professionellere Angebote machst, die dir einen Vorteil bringen für die anstehenden Verhandlungen, dann buch dir einen Termin unter www.maivo.ch. Du findest die Links wie gewohnt in den Shownotes und ich wünsche dir erfolgreiche Verhandlungen. Bis zum nächsten Mal.